Okay, hallo meine Lieben, willkommen zurück hier bei Titan Quest. Wir haben ja letztes Mal endlich das Auge der grauen Göttinnen bekommen und haben es Medea übergeben, die uns jetzt hierhin geschickt hat, Eperus. Und wir sollen jetzt in den Hades gelangen, wie ich das noch richtig in Erinnerung habe, ja. Haben schon ein paar Nebenaufgaben abgegriffen, die wohl alle so ein bisschen auf dem Weg liegen sollen. Da liegt ein Toter. Was zum? Okay, jetzt läuft da ein Geist rum. Was soll ich davon halten? Huch! Okay, hier laufen viele Geister rum. Ich weiß nicht, da hier der Weg lang geht, wird das auch der Hauptweg sein, oder? Ich muss mal machen, die Geister ein bisschen Angst, sorry. Ich werde erstmal schön vom Weg abweichen. Eine Clanherrscherin ist es. Schön, hier wird mir zwar angezeigt, dass ich durch kann, aber ich kann gar nicht durch. Oh, Skelette. Ein Schattenskelett. Oh, Haltkiste, die mir natürlich wieder nicht angezeigt wird. Ich krieg die Motten. Okay, wo bin ich gelandet? Sind wieder verlorene Seelen, das heißt, meine Wölfe werden es nicht lange machen. So. Da, ah, wollte ich nicht. Weg mit euch. Ja, genau, jetzt kommt von da hinten noch einer. Ja, warum denn nicht? Alles andere wäre ja fair. Oh, haut doch ab. Bei euch war ich doch noch gar nicht. Und die, da treffe ich irgendwie nicht. So, weg. Jetzt dich, Mr. Fäulnisbringer. So. Ich spiele noch keine 5 Minuten und schon fucken mich die Viecher so ab. Du auch. So. Na. Oh. Macht euch doch einfach alle weg. Na, wollte schon sagen, als ob hier nichts ist. Ja, die treffen mich ja immer mit irgendwelchen Angriffen, die ich nicht zuordnen kann. So, ohne mit. Sind hier noch welche? Dann zeigt euch. Ne. Hehe.
Eine Formel. Ruhe auf. Direkt fühlt sich hier jemand beleidigt. Ja. Mach's ihn weg. So. Jetzt ihr noch. Wirklich. Ja, mach du da hinten mal dein unfaires Ding ins Kirchens. Oh nö. So. Euch auch. Ja, dann trifft bitte auch mal. So. Weg. Nö. Was hat der da jetzt aufgestellt? Ein lähmendes Totem. Glaube, davon sollte ich mich auch lieber fernhalten. Ja, genau, ruft einfach noch mehr davon. Er macht einfach wieder neue. Mach ich dich halt erstmal weg, bevor ich mich um deine Kumpels kümmere. Wirklich? Warum treffe ich dieses Ding jetzt nicht?
So. Das war das erste Heldenmonster für heute und es war direkt wieder so ein Mist. Na komm her. So. Weg. Tor auf. Ja, mit dem Geld. Hier ist ein Grab oder sowas. Oh, muss. Keine Ahnung, was es ist. Gut. Dies war's schon gewesen hier drin. Ich habe keine Ahnung, was mir das gebracht hat. Außer ein paar Erfahrungen. Raus hier. So, dann kann ich jetzt ja wieder meine Wölfe holen. Ups. Mich gleich auch nochmal. So. Ich weiß, da oben schon wieder ein Ausrufezeichen. Schön, dass ihr eure Leute gleich hier draußen begrabt, wo sie mich dann umbringen können. Oh, jetzt sind die sogar hier draußen. Ich habe mich so gefreut, dass die wenigstens immer nur in irgendwelchen Höhlen drin sind. Bäh. Ernsthaft jetzt. Wie viele sind hier? Wo zum Teufel bin ich hier reingerannt? Okay, das hier ist eindeutig ein Friedhof. So. Kaputt. Was? So. Jetzt habe ich mich hier in meinen Kabeln verhakt. Das war's auch für dich. Oh Gott, Krieger, der drauf geht. Hier ist eindeutig ein kleines Örtchen. Da kommt ein Brunnen, also ist das hier, da muss ich hin. Ah ja, hier ist auch der Weg, ich sehe es schon. Na.
So. Weg mit euch allen. Was ist das hier für ein gigantischer Friedhof, sage mal? So. Schön, wie hier überall die Geister rumrennen. Überlege halt, ob ich mal die Dornhecke nehme. Oder ob ich die jetzt mal aufs Maxima... Ich bringe die beiden mal aufs Maxima. Okay, passt. So. Hier ist einfach wieder ein Schrein. Komplett übersehen. Jetzt hat er mich nicht mal erwischt, wie es aussieht. Eingang.